Welcome to Kowloon. So, Kowloon ist ein First-Person-Indie-Horror-Game, wo wir in dem schnuckligen Stadtteil Kowloon nach einer bezahlbaren Wohnung suchen. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht lange rein. In diesem Stadtteil ist nicht alles so, wie es scheint. Steht zumindest so in der Beschreibung. Würde sagen, wir gehen direkt einmal rein und gucken, was uns erwartet. Viel Spaß. Unter den nebligen Himmel Chinas liegt Kowloon, die bevölkerungsreichste Stadt. Ah, wir lenken mit den Knie. Wir sind richtig gut drauf. Für einen jungen Studenten ist es jedoch der erste und unmittelbare Wunsch, eine günstige Unterkunft zu finden. Okay, wir sind also Student. Was erwartet ihn innerhalb der Mauern? Hallo Kowloon, betreten Sie die Stadt. Ah, erste Errungenschaft freigeschaltet. Ha, nicht schlecht. So. Oh, Mausempfindlichkeit ist aber... Uiuiui, da muss ich ja die Maus über den ganzen Tisch ziehen. Egal, wir lassen das erstmal so. Oh, das sieht aber... Also grafisch, ne? Es sieht echt geil aus. Das finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht hier. Ich muss doch die Mausempfindlichkeit ein bisschen... So. Ja, das gefällt mir schon besser. So, wunderbar. Wir haben hier Müll, eine Gasse, zumindest ausgeleuchtet. Ein Garten... Wahnsinn, dass hier überhaupt was weckt, ne? Es, wächst. Weckt. Wächst. Ist ja nicht mal UV-Licht hier. Ja, immerhin, ne? Die Leute tun, was sie können. Bisschen grün in der Stadt. So, da hängen Klamotten. Ist auch überall Graffitis. Ja, können wir hier irgendwo rein? Wir müssen wahrscheinlich bis ganz hinten durchgehen, ne? Nee? Ich kann an der Tür wackeln, aber ich bin nicht fähig, sie zu öffnen. Hm. Ah, ich habe noch nicht gefrühstückt, ne? So, was haben wir hier noch? Okay, wir können auch nirgendwo, also wir können hier nichts durchsuchen. Aha. Hier dürfen wir rein. Ja, der Traum eines jeden Studenten, ne? Die erste Studentenbude. Ich mietete ein Zimmer in der Wohnung im vierten Stock. Okay, also viertes Stockwerk müssen wir hoch. Ja, trotzdem mal so ein bisschen gucken. Ist für mich jetzt nicht das vierte. Okay, hier sind nur ein paar Kartons. Sieht aus wie ein kleines Hinterzimmer. Angeschmückte Zigarette auf dem Tisch. Alte, rostige Pfanne, paar Sicherungen. Ja, gleich mal die Nachbarn ärgern. Da können wir auch nicht mit interagieren. Hier wohnt der Hausmeister. Sieht aus wie ein Hausmeisterzimmer. So, da darf ich auch nicht rein. Palim, palim. Oh, wer bist du denn? Weißt du? Hallo?
Schade um den Hund. Er muss hungrig sein. Ja, vielleicht finden wir ja noch den einen oder anderen Snack für dich. Den Müll könnte man auch mal wieder rausbringen. Hier geht's im... Ja, hier geht's im Kreis. Himmlische Nachbarn. Das sieht sehr vertrauenswürdig aus. Ein Glück habe ich als Student so viel Geld, dass ich mich in so einem luxuriösen Apartment niederlassen kann. Oh. Hier nimmt auch keiner mal einen Besen in der Hand, ne? Haben die hier keinen Reinigungsplan fürs Treppenhaus? Warte mal, ich hab... Alter, das Headbobbing ist aber extrem, ne? Also das Kopfgewackel. Hier ist irgendwas, aber ich kann's... Habe ich hier Licht? Nein. Taschenlampe wäre cool. Hier haben wir nochmal so ein Hinterzimmer. Ganz schön viele Sicherungen, ne? So, dann wollten wir hier durch. Wo wohne ich denn? Nein. Stampfende Nachbarn. Das Schönste im Mehrfamilienhaus. Ich bin gegangen. Ich habe den Schlüssel im Laden gelassen. Er liegt draußen vor dem Eingang. Okay. Also gehen wir wieder runter und suchen einen Schlüssel, ja? Oh, ist das nicht schön? Mit so stampfenden Nachbarn, wenn du im Mehrfamilienhaus wohnst. Am besten, wenn sie noch so Ballettstunden nehmen. Oder zumindest zu Hause üben. Für die nächste Aufführung. Boah. Ah, ganz schön tiefer Bass, ne? Kann ich dich jetzt streicheln? Hallo, mein Kleiner. Na du? Na du? Es sieht voll gut aus, der Hund, ne? Richtig süß. So. Dieser Ort ist schmutzig. Hier war doch eben jemand. Das hab jetzt nicht nur ich gesehen, oder? Hier war doch gerade ein Schatten und so eine Gestalt, die hier um die Ecke gegangen ist. Richtung der Kartons. Boah, der tiefe Bass. Brrrt. So, dann müssen wir mal gucken. Vor dem Laden liegt der Schlüssel. Es ist ziemlich leer da draußen. Haben die da oben eine Fete? Ob wir uns da noch selber zu einladen können? Dies scheint der Laden zu sein, über den die Vermieterin schrieb. Der Schlüssel sollte hier irgendwo sein. Was ist denn das? Oh cool, ich kann das einpacken, Hundefutter, ne? Ein Schlüssel. Ah, ich bekomme hier gleich einen leichten Hinweis. Ja. So kannst du auf jeden Fall nicht zu spät zur Arbeit kommen, wenn du im Hinterzimmer gleich schläfst. Bin ich gut. Da sind ja auch Überstunden eigentlich keine Überstunden, ne? Ist ja Privatzeit. Denk mal, dass der Schlüssel... Leid. Okay, hier steht zwar Duschgel, aber eine Dusche?
Habe ich jetzt noch nicht gesehen. Hier hinter vielleicht? Ich meine, wo geht die auf Klo? Hier ist ja auch keine Toilette drin. Wäre ja auch ein bisschen eklig, ne? Mit dem Bett und allem, aber so grundsätzlich. Und wahrscheinlich die verschlossene Tür hier, ne? Okay, da komme ich nicht rein. Aber wir haben schon mal den Schlüssel. Oh Gott. Party vorbei? Eieiei, habe ich mich erschrocken. Und das, wobei es nicht laut wurde, sondern der Ton ausging. Also die Fete ist auf jeden Fall vorbei, so wie es aussieht. Sicherung rausgeflogen, weil die Anlage so doll aufgedreht war. Da rufen wir die Bullen. So. Alter, du. Welch ein Zufall, dass das genau in dem Moment passiert ist, wo ich da lang gegangen bin. Ich hoffe, es ärgert sich keiner, dass ich ohne Facecam spiele und man jetzt mein dummes Gesicht nicht sieht. Palim, palim. Ist hier so eine Lichtschranke? Wenn ich jetzt hier nochmal hochgehe? So automatische Klingel? Nee. Ich dachte hier, Oma Gerda, weiße Lichtschranke installiert, automatische Klingel, dass die immer mitkriegt, wenn jemand durchs Treppenhaus geht. Gleich am Türspion gucken. So, Wärter, den Hund füttern. Ja, Zoowärter-Simulator. Das haben wir auch erledigt. Wieso schmeißt hier eigentlich einer sein ganzes Gerümpel? Hey, Moment mal. Bin ich nicht hier... Bin ich nicht hier hochgegangen letztes Mal? Okay, hier ist der Müll. Aber ich könnte schwören, ich bin die Treppe hochgegangen. Ich war definitiv nicht hier. Das wüsste ich. Oh Gott. Es flackert das Licht. Der Bass, der vibriert. Wieso ist da rotes Licht? Tür geht nach außen auf, klar. Okay, oder auch nicht. So, hier ist eine Tür, da können wir auch lang. Aber ich muss ja zu meiner Wohnung. Bin ich hier? Oh, ist das dunkel. Da gehe ich nicht lang. Da gehe ich nicht runter. Wo war denn hier meine Bude? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, hier kommt gleich irgendwas. Aha. Trautes Heim, Glück allein. Was ist das für ein komisches Schattengeflatter? Ein Lichtschalter wäre so geil. Wer hat denn im Eingangsbereich keinen Lichtschalter? Okay, hier haben wir die Speisekammer. Ja, wir können ja erstmal durchgucken hier, wo haben wir denn welchen Raum. Wir haben auf jeden Fall Wasser in der Bude. Sehr schön. Ach, von den Motten kommt der Schatten. Oh Gott, jetzt habe ich auch viel weniger Angst. Wir haben ein Mottenproblem. Deswegen war die Miete auch so günstig. Man baue mir ein Podest, ich muss scheißen.
Kann ich da hoch? Oh, ich hätte mich da so gern jetzt raufgesetzt. Schade. Königsthron. Okay, mit dem Radio kann ich nichts machen. Ich kann nur annehmen, dass das das Zimmer der Vermieterin ist. Das ist mein Zimmer. Ich fange damit an, meine Sachen auf dem Bett zu lassen. Ihhh. Hier ist ja alles voll mit Kakerlaken. Das stand so aber nicht in der Wohnungsannonce. Das ist ja widerlich. Die legen bestimmt Eier unter meine Haut. Nach einer heißen Tasse Tee? Ich würde hier gar nichts trinken. Steht mein Bett da im Weg? Wow. Ja, also in puncto Innenausstattung müssen wir noch einiges überdenken. Da steht scheinbar das Bett im Weg. So, wir möchten eine Tasse Tee. Das heißt, wir müssen in die Küche, aber vorher brauchen wir Tee, denke ich. Ist Tee? Ja, du kriegst ja gleich deinen Tee. Wenn ich ihn gefunden habe. Scheinbar doch in der Küche. Ey, das ist ja so eine Absteige hier, ne? Das ist ja so widerlich. Dass ich dafür überhaupt Geld bezahlen muss. Und überall Kakerlaken. In der ganzen Bude. Motten und Kakerlaken. Das ist ja eklig. Und hier, Kippen. In der Küche auf den Schrank. Wieder die Kippen hingeschmissen. So kannst du nicht leben. Boah, gleich morgen breche ich die Schule ab und dann suche ich mir einen richtigen Job. Das ist ja gar... Selbst das Wasser spiegelt. Okay, das ist nice. Hier kaputte Fliesen. Kannst du auch nicht wegräumen. Tolle Vermieterin. Ich bin ja sehr optimistisch, dass wir glücklich zusammen wohnen. Ey, sicher, dass wir uns hier einen Tee machen wollen? Wir setzen erstmal Wasser auf. Gut, bei 100 Grad verbrennen ja Keime, ne? Ist der schon fertig? Oh, der ist aber gut. Ich könnte jetzt nach rechts gucken. Aber ich weiß nicht, ob ich das machen möchte. Okay. Hingen die Handtücher hier eben schon? Tea Party. Okay, das beruhigt die Nerven nach dem Schock. Nach diesen Lebensumständen verändernden Schock, den ich hier habe. Gut, was sollen wir jetzt machen? Das ist ja wirklich widerlich, ne? Ob der Dämon unsere Vermieterin ist? Ich glaube, es ist Zeit, auf mein Zimmer zu gehen. Mhm. Okay, irgendjemand. Ich glaube, der Vermieterin können wir nicht trauen. Irgendjemand hat mein Bett verrückt, um die Tür aufzumachen. Ich bin verängstigt. Ich möchte nach Hause gehen. Die alte Frau ist verrückt geworden. Ich konnte schon lange nicht mehr nach draußen gehen. Hatte ich die Tür nicht zugemacht? Oh, please tell me, dass das der... Das ist jetzt der Vormieter, ne? Das bin jetzt nicht ich, der da rumjammert auf den Zettel. Aber selbst wenn, wieso kommt der in mein Zimmer und legt den Zettel hin? Was für ein Blödsinn. Aber es lohnt sich, vorsichtshalber die Eingangstür zu kontrollieren. Unsere Vermieterin ist zu Hause. Die standen definitiv noch nicht da.
Das ist ein Schloss an der Tür, ne? Jep. Logo. Sieht so aus, als wäre die Vermieterin bereits nach Hause gekommen. Okay, das konnte ich nicht mal bis zum Schluss lesen. Hoffnungsvoller Bass. Das kann nur was Gutes bedeuten. Ich gehe besser wieder auf mein Zimmer. Ja, wir gehen definitiv auf unser Zimmer. Ich finde, jeder sollte seine Privatsphäre haben, ne? Die Tür vielleicht ein bisschen zu. Ich glaube, ich schlafe heute im Schrank. Ich denke, das ist. Ja. Ne, hallo? So. Nein? Okay. Hier können wir schlafen. Jetzt mach doch mal die verkackte Tür zu. So ein bisschen Privatsphäre. Es ist sehr schnucklig, ne? Auf engem Raum ist doch schnucklig, oder? Das ist kuschelig. Ich denke mal, wenn ich den Schrank vielleicht hochkant hinstelle, dann könnte ich mich sogar hier hinlegen. Ich kann nur nicht abschließen, ne? Oh, die Melodie, die macht mich fertig. Also der Sound da, der Bass. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was ich machen soll. Suizid vielleicht? Also, es tut mir leid. Keine Ahnung. Das war jetzt natürlich nicht so gemeint. Ich war jetzt gerade bei dem, bei so einem anderen Spiel. Wie hieß denn das nochmal? Hier mit der Urne später, wo er sich aufhängt. Wo er auch vom, Madison. Ja, genau. Bei Madison war ich gerade. Der hat auch irgendwann aufgegeben, so gesehen. Aber wisst ihr, was ich nicht verstehe? Die Vermieterin ist ja voll die Schlampe, ne? Also das sieht ja aus wie Sau hier. Wie Ungeziefer ohne Ende. Aber die dreckigen Schuhe vor der Tür ausziehen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ma'am, Sie haben mich aus Versehen eingesperrt. Ich würde gerne noch mal raus. Okay, die Tür zum Balkon ist auch zu. Muss ich vielleicht den Schlüssel finden? Wenn ja, kann ich hier Schränke durchsuchen. Bin mir gerade nicht sicher, weil setze ich jetzt hier meine Zeit ab und warte, bis die Jumpscares kommen, oder? Weil wir haben ja jetzt festgestellt, der Balkon ist zu. Die Haustür ist zu. Hier haben wir ein paar Bücher, Kiste. Lag der da eben schon? Wage es nicht, nachts rauszugehen. Hatte ich nicht vor, Ma'am. Hatte ich nicht vor. Wir müssen einen Ausweg finden. Ist das der Polizeifunk? Okay. Wir haben gerade einen Tipp gekriegt. Hier in der Küche war der Wasserkocher an. Oder Wasserhahn. Oh, ich würde mich gern mit einer Pfanne bewaffnen oder so. Oh, hier. Die Vermieterin ist duschen. Wir gehen mal gucken. The fuck? Oh, ich will hier nicht zum Trocknen aufgehangen werden. Direkt zur Tür? Oder warten wir, bis die Alte wieder in ihrem Zimmer ist?
Scheiße, der Schlüssel passt nicht. Was soll ich denn mit so einem blöden Schlüssel, wenn der nicht passt? Der Balkon. Ich komme hier nicht weiter und hier ist alles dunkel. Irgendwie hat sich der Raum verändert. Ich darf nicht ins Dunkle gehen. Ich gehe in mein Zimmer. Sie hat ja gesagt, ich soll drinnen bleiben, ne? Wenn ich tue, was sie sagt, ist sie nicht verärgert. Und dann werde ich auch nicht zum Trocknen aufgehangen, oder? Okay, ich kann mit den Schlüssel... Kann ich hier... Haben wir hier irgendwo eine Dachluke oder so? Bodenluke? Schränke? Oh, the fuck. Ich will das nicht. Muss ich jetzt ins Badezimmer? Muss ich mich waschen? Zwingt sie mich, mich zu waschen? Servusle. Ja, okay, ich darf da nicht dran vorbei. Ist das nicht ein bisschen riskant, so eine Metallkette an einer Stromquelle aufzuhängen, um einen Körper zu trocknen? Was hat die gemacht? Hat sie den angegessen? Gut, das durfte ich jetzt sehen. Ist sehr schön. Der Schlüssel hat ja nicht gepasst. Ich habe jetzt einen Schlüssel, aber ich habe keine Tür, wo der passt. Und sie hat ja auch keine Tür mehr, ne? Das ist nur du blödes Stück. Boah. Du oller Abfalleimer. Hab ich mir in die Hose gekackt, ey. Buh. Alter, ich hab... Oh Gott, ich schwitze, Junge. Aber ich habe die Botschaft verstanden. Wir haben Zimmerarrest. Ja, wir sind hier eingesperrt. Wir haben Zimmerarrest. Fügen wir uns unserem Schicksal. Wir finden uns damit ab. Ich denke, das ist das Beste, was wir machen können. Abwarten und sterben. Puh, nein. Oh, mein Zimmerarrest ist aufgehoben. Ich will nicht zu der Alten hin. Die ist bekloppt. Ah, oh, die ist verrückt. Ich will da nicht hin. Ich will immer noch Zimmerarrest haben. Mach bitte die Tür zu. So. Alles gut. Alles gut. Alles wird gut. Puh. Alles wird gut. Ich hab meine Kakerlaken-Freunde. Ich bin nicht alleine. Ich genieße einfach mein Zimmerarrest. Ja, hier kann man bestimmt auch viel Spaß haben. Ich habe eine Seilbahn. Oh, nein. Ich will da nicht mehr raus. Könnt ihr mir helfen? Ich weiß, ich war für den Kammerjäger und habe mich vor euch geekelt, aber vergeben und vergessen, das war damals. Ich bin ein ganz anderer Mensch geworden. Kennt ihr hier irgendwie einen geheimen Ausgang? The fuck, ich will da nicht raus. Ich würde sagen, morgen geht's weiter. Ja, ich brauche eine ganz kleine Pause. Das klingt doof, ist aber so. Dann machen wir auch die Facecam an und dann könnt ihr auch mein dummes Gesicht sehen. Ich würde sagen, nächste Folge machen wir die auf jeden Fall an. Könnte sich lohnen. Ich hoffe, ihr auf jeden Fall, ihr seid wieder mit dabei. Gruselt euch nicht zu sehr. Es ist nur ein Spiel, ne? Und nur eine Vermieterin. Mit skurrilen Hobbys. Aber naja, jeder Mensch ist anders, ne? So, wir sehen uns morgen wieder. Habt noch einen schönen Tag. Bis dahin, mach's gut. Ciao.